Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder in meinem Schlafzimmer, weil es heute mal wieder einen She-In-Haul von mir gibt. Also ich muss dazu sagen, es ist nicht nur ein She-In-Haul eigentlich. Also es sind eigentlich zwei Bestellungen. Außerdem ist es gerade 23:30 nachts, aber who cares? Jetzt bin ich erstmal richtig wach. Mein Schlafrhythmus ist bereits außer Kontrolle. Ich bin seit wann, Elfriede? Seit 6 Tagen in Quarantäne. Bin mittlerweile auch Corona-positiv getestet. Mir geht es jetzt wieder ein bisschen besser. Deswegen fühle ich mich jetzt endlich mal in der Lage, dieses Video zu drehen. Und ich werde einfach direkt schon mal zum ersten Outfit kommen. Das Witzige ist, diese Bluse habe ich gar nicht bestellt. Ich habe sie ja halt einfach nicht bestellt. Eigentlich habe ich eine andere Bluse bestellt. Die blende ich euch jetzt gerne mal hier ein. Aber als die dann angekommen ist, fand ich die tatsächlich irgendwie sogar schöner als die ich eigentlich bestellt habe. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich lasse es jetzt einfach so. Aber ich finde, die steht mir eigentlich auch echt ganz gut. Die macht einfach ein schönes Dekolleté. Ist auch mega schön geschnitten. Das Muster gefällt mir, die Farbe gefällt mir. Und ich dachte mir schon so, gut, bei der anderen Bluse wäre ich wahrscheinlich enttäuscht worden, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich in echt auch so schön fällt wie auf dem Bild. Deswegen habe ich gedacht, okay, nein, ich belasse es jetzt bei der Bluse. Stehe hier übrigens vorm Kratzbaum. Diese Bluse. Und ja, ich kann sie euch nicht verlinken und ich kann euch auch nicht sagen, wie viel sie gekostet hat, weil ich sie, wie gesagt, eigentlich nicht bestellt habe. Ich war verwundert, dass sie mir so gut passt, weil das ist eigentlich Größe 36 und derzeit trage ich eigentlich Größe 40. Das zweite, was ankam, ist ein Rock, den ich gerade anhabe. Bei den Röcken, ich habe alle in Größe 38 bestellt und nicht in Größe 40, so wie ich es eigentlich tragen würde, weil ich habe ja vor, ein bisschen abzunehmen und das bringt mir, glaube ich, nichts, wenn ich die total schön finde, aber dann ein paar Wochen nicht mehr anziehen kann, weil sie zu groß sind. Deswegen lasse ich mich bestellen, sie mir direkt einfach meine Größe kleiner. Das ist ein Kurt-Rock. Ein Kurt-Bleistift-Rock. In so einem mega schönen, warmen Braunton. Mit Reißverschluss. Und der Reißverschluss endet hier oben auch in so einem Ring, was ich total schön finde. Dieser Rock hat original 8 Euro gekostet. Und ja, dadurch, dass es kurz ist, ist es halt ja auch so ein bisschen Rippstoff. Was ich halt bei Kurt nicht so mag, ist, wenn der Stoff so ein bisschen hart und steif ist. Ist hier halt nicht. Der Stoff ist relativ dünn und ja, wirklich sehr angenehm zu tragen. Kommen wir zu einem Teil, woran ich ein bisschen mein Herz verloren habe. Dieser Pullover. Es ist eigentlich, mein Style ist ja eigentlich nicht festgelegt, das wisst ihr ja. Das würde ich ja nicht Steffi Versatile heißen. Und dieser Pullover, der hat es mir schon ganz schön angetan, muss ich sagen. Der hat 14,99 € gekostet auf Shein und ja, sieht einfach selber. Also hat einmal hier so super lange Ärmel mit so Daumenlücken, dann einmal eine Kapuze. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das so wirklich seht, aber da hier einfach so genäht und hat so Schnürsenkel oder wie auch immer das heißt und hat hier halt nochmal so ein Stoff-Zwischenstück, was so ein bisschen auch als Schal fungiert, was ich eigentlich auch ganz cool finde. Hat dann hier einmal so einen Ring und pass auf, am Rücken nochmal so einen Ring. Leute! Ich hatte noch nie meinen ganzen Leben so einen nicen Pullover besessen. So geil. Ich habe ihn gesehen und ich habe mich verliebt und ich brauchte ihn. Und er ist auch qualitativ einfach so gut. Das ist einfach einer der besten Käufe bei Shein überhaupt gewesen. Ich meine, ja, er ist jetzt schon ordentlich voll mit Katzenhaaren, weil ich ihn schon getragen habe, aber noch nicht gewaschen habe, weil ich ihn ja jetzt noch mal zum Haul zeigen wollte. Und ich wusste ganz genau, wenn ich den Haul drehen will, dann liegt der 100% immer noch in der Wäsche. Aber die Ketten, die sind zwar aus Kunststoff, aber die sind hier an so einem Haken dran. Also wenn man den Pullover waschen will, kann man ganz easy die Kette abmachen. Und dann hat dieses Outfit natürlich auch noch eine Hose, die ich jetzt gerade tatsächlich zum ersten Mal ausgepackt und getragen habe. Das ist eine Radlerhose. Tatsächlich, was ich nicht erwartet habe, in so ein bisschen einem Lederlook. So PU Leather Style. Sitzt aber tatsächlich ganz bequem. Man sollte sie vielleicht nicht zu hoch ziehen, weil sonst ist so ein bisschen Kamel am Start. Hat 5 Euro gekostet und ja, ist auf jeden Fall wirklich sehr bequem. Ich wollte auf jeden Fall einfach mal eine schwarze Radlerhose, wenn ich, keine Ahnung,
irgendwelche längeren T-Shirts, irgendwelche Oversize-T-Shirts trage und ja, jetzt nicht unbedingt so eine richtige Hose drunter ziehen will. Wenn man so T-Shirt als Kleid anzieht, dann ist sowas eigentlich immer ganz cool. Koronski. Hey Friede, lässt du das? Okay, das nächste Outfit. Einmal dieses T-Shirt, wie schön ist das bitte? Ganz kurz, es ist nicht gecroppt, also ich habe das jetzt hier gerade einfach nur in den Rock reingesteckt. Das ist einfach so halb schwarz, halb Leo-Muster. Ich wollte schon ewig ein Shirt in Leo-Muster oder eine Bluse. Aber irgendwie habe ich mir immer auf Kletterkreisel was gesucht und wenn ich kaufen wollte, war es weg. Aber ja, jetzt habe ich endlich eins und ich finde es auch total schön. Schön der Farbverlauf hier drauf und dann mit dem Schwarz. Und hinten ist es komplett schwarz und unser Ärmel ist in Leo. Und ich finde es wirklich wunderschön. Der Stoff ist mega angenehm. Einfach auch super schön geschnitten. Ich finde, da habe ich einen echt guten Griff gemacht. Und das hat 4,99 € gekostet. Das nächste Teil ist wieder ein Coldrock. Diesmal in schwarz und auch wieder mit so einem besonderen Reißverschluss. Den finde ich auch total schön. Genau, das gleiche Spiel wieder. Ich habe es wieder in 38 gekauft, obwohl ich die noch nicht habe. Deswegen ist er jetzt noch ein bisschen eng, aber da werde ich auf jeden Fall reinfitten in ein paar Wochen. Der ist auch so ein bisschen high-waisted. Geht mir dann trotzdem noch gut über den Po. Ich bin 1,64 groß, so zur Orientierung. Der hat 11 Euro gekostet und auch wieder wie bei dem anderen Rock. Der Stoff ist auch nicht zu dick, nicht zu steif, schön ja, elastisch würde ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall sehr angenehm auf der Haut zu tragen. Aber wir haben halt hier diesen Reißverschluss, wo unten noch dieses Stück Stoff ist. Ich finde es ganz cool, dass es so ein bisschen asymmetrisch ist. Wenn man möchte, kann man den aber auch zumachen. Und genau, dann hat man so wieder so einen Bleistiftrock. Aber ich mag es lieber, wenn er offen ist. Und dann habe ich mir noch diese kurze Jogginghose hier bestellt. Einfach zum Zuhause chillen und so. Hat nicht diesen typischen Jogginghosenstoff, sondern eher wie Leggings, habe ich das Gefühl. So Sport, ja wie Sportshirts. So T-Shirts zu Sport. Elfriede. Elfriede klaut gerade meine Socken. Elfriede! Bist so blöd. Beruhig dich jetzt. Beruhig dich, Elfriede. Ja. Hier vorne ist auch so ein Kurzelzug. Aber der ist fake. Also der ist nur hier vorne angenäht, dadurch kann man nichts enger machen oder so. Die Hose hat 5 Euro gekostet und ist ja total schön geschnitten, finde ich. Ja, und hat so ein bisschen grau mit dieses Muster. So, bevor die Elfriede mit diesen Socken, die ich mir noch gekauft habe, nochmal wegschleppt und ich sie dann gar nicht mehr finde, zeige ich sie euch jetzt. Ich habe mir ein Set Socken bestellt bei Shein. Ich liebe Socken mit lustigen Prints. Deswegen, ja, und ich habe auch einen gewissen Sockenverschleiß, also die gehen bei mir super schnell kaputt und reiben unten so durch. Deswegen habe ich mir eigentlich auch fast immer neue Socken. Also Socken, ich wechsle die ja täglich, logischerweise. Und man kann nie genug Socken haben, weil ich stehe fast immer, weil ich so selten die Wäsche mache, stehe ich fast immer da und habe keine Socken mehr. Und von daher, dieses Set hat 6 Euro gekostet. Das sind 5 Paar Socken. Das letzte Mal hatte ich mir ja welche mit Katzen drauf, glaube ich, geholt. Da sah ein paar sogar aus wie Elfriede. Jetzt ist es ja Obst geworden. Einmal mit Bananen, einmal mit Erdbeeren. Nee, Melone war das. Jetzt kommen die Erdbeeren. Avocado und Zitrone. Ich finde die Socken von Shein auch immer total schön, weil die sehen halt nicht nur geil aus, sondern die sind halt auch echt gut verarbeitet. Die sind halt schön dick. Heißt, die werden nicht so schnell durchscheuern wie meine anderen Socken. Und ich kann nicht nach irgendwas. Helga, darf ich jetzt mal reden? Oder musst du noch mit der Tüte was abklären? Ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht noch irgendwas Gelbes bestellen würde. Sei mal ganz ehrlich, Gelb ist die wunderschönste Farbe auf der ganzen Welt. Deswegen habe ich mir hier noch ein wunderschönes Sommerkleid bestellt, wenn Sommer nicht ausfällt wegen Corona. Ja, Helga. Das ist auch wieder so ein Ripstoff und das wird mir wesentlich besser stehen, wenn ich noch ein paar Kilos weg habe. Das ist auf jeden Fall auch wieder so ein bisschen gerippt, also gestreift. Und ja, auf jeden Fall eng daneben so ein Tube-Top. Und genau, geht mir ungefähr bis Mitte Oberschenkel. Finde ich eigentlich echt hübsch und ich liebe diese Farbe. Dieses Top hat 7 Euro gekostet und ja, ich liebe es total. An diesem Outfit ist aber noch etwas neu. Und zwar habe ich mir eine
Partnerhose nochmal gekauft und diesmal in Hautfarben. Die ist einfach für zum Drunterziehen, macht sich für mich, ja, die ist auch wirklich sehr dünn und eng geschnitten, jetzt nicht irgendwie mit krassen Nähten oder so, dass sie halt wirklich so eng anliegend wie möglich ist. Diese Radlerhose hat auch 5 Euro gekostet und die habe ich mir geholt eben genau für solche Kleider, die sehr eng anliegend sind, weil ohne diese Hose würde ich es glaube ich nicht anziehen wollen, weil dann würde es halt noch unschöner aussehen. Ich bin ja eh ein bisschen insecure mit meiner Figur und so und dann wäre halt so Bauch, Unterhose, Oberschenkel, dann wäre das halt so Presswurst und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wenn ich so eine Radlerhose drunter ziehe, glättet das nochmal so ein bisschen, das smoothet so ein bisschen. Ja, und da fühle ich mich auf jeden Fall ein bisschen wohler. Und wenn ich auf Arbeit Röcke tragen möchte, was ich im Sommer auch gerne mal tue, und ich meine, ich trage wirklich gerne Kleider und Röcke im Sommer, auch auf Arbeit. Und ja, wenn ich mich dann aber auf meinen Schneiderhocker, also ich bin ja Friseurin, wenn ich mich dann auf meinen Schneiderhocker setze und dann halt auch breitbeinig und ich meine, ja, man sieht halt dann nichts von meinem Po oder so, aber das Kleid geht ja dann so drüber und das ist ja nicht zwischen meinem Gesäß und dem Schneiderhocker. Heißt, ich sitze mit meiner puren Unterhose auf diesem Schneiderhocker drauf und das ist halt nicht so hygienisch. Das war's erstmal mit allen anziehbaren Sachen, denn ich habe noch ein paar Sachen bei Shein bestellt, wovon ich recht begeistert bin. Die werdet ihr eh noch sehen, weil ich damit eine Videoreihe geplant habe. Wer mir auf Instagram folgt, oder? Der weiß schon ungefähr, also könnte vermuten, wo ungefähr die Reise hingeht, wenn ihr jetzt die Sachen seht, die ich bestellt habe. Und zwar Perücken. Ich war ja immer so, Perücken, da muss man ja eh schon krass auf Qualität achten und ob das dann bei Shein so, oh, ich weiß nicht. Und die sind halt auch so mega günstig da. Und ich dachte mir dann einfach so, fuck it. Ich möchte die eh nur für diese Videoreihe haben. Und wenn es noch weiterhin funktioniert für andere Looks, dann why not? Und ich meine, ich bin jetzt eh keine Person, die im Alltag unbedingt Perücken trägt. Ich würde es gerne machen, weil es mega geil ist. Aber ich glaube, das Vertrauen habe ich nicht, auf der Straße mit einer Perücke rumzulaufen. Einmal ist es diese Perücke hier. In schwarz. Mit Pony, mit geradem Pony vorne. Und die hat wie viel gekostet? 14 Euro, Leute. 14 Euro. Ich meine, ein bisschen muss ich bei den Perücken tatsächlich selber noch was ausbessern. Ich meine, wenn man die durchkämmt, dann kommen immer mal noch ein paar Haare raus. Aber nicht so viel, dass ich sage, oh mein Gott. Die Haare sehen halt mega schön aus, wenn man die durchbürstet. Gerade bei den anderen, ich habe auch welche, da sind Locken drin. Wenn man die durchbürstet, gehen die Locken nicht raus. Das ist super. Und auf der Schienenseite steht auch, dass man zumindest bei einigen, ich weiß jetzt nicht, ob es bei allen ist, aber tatsächlich bis 130 Grad die stylen kann. Was ich nicht glaube, weil ganz ehrlich, eine 14 Euro Perücke, das ist synthetisches Haar. Plastik kann man nicht mit einem Kletteisen, also ich will es auch gar nicht ausprobieren. Da wurde halt auch beim Schneiden ab und zu immer mal eine Strähne vergessen hier, die ist halt einfach viel zu lang. Ja, aber das sieht man als Friseur vielleicht nochmal anders. Ich habe aber auch eine Perücke gesehen, oh mein Gott. Die wurde sogar beim Tragen von hinten fotografiert. Das ist der schlimmste Schnitt, den ich jemals gesehen habe. Das war abgefressen, da waren noch Strähnen viel zu lang, 5 cm länger als der Rest. Wenn ich die wieder finde, dann muss ich die euch mal einblenden. Aber das ging auf keine Kurhaut. Bei den Perücken mit Pony, hatte ich auch definitiv den Pony nochmal kürzer schneiden. So würde die richtig sitzen. Und ja, also wie Sie sehen, sehe ich nichts. Da muss ich definitiv nochmal den Pony kürzen. Was ich aber definitiv auch nicht mit der Friseurschere machen werde, weil dann ist sie im Arsch. Ich meine, es ist immer noch Plastik und ich schneide keine Perücken, die synthetisch sind, mit meiner Friseurschere. Ich schneide nur echte Haare mit meiner Friseurschere. Aber trotzdem fühlen sich die Haare extrem schön an und guckt auch der Ansatz. Sieht halt auch echt gut aus. Das ist die zweite Perücke. Die hat 18 Euro gekostet. Und die ist auch echt extrem schön. Die ist halt hier in den Spitzen nur so super dick, dass ich die mit der Brust kaum durchbekomme. Und ja, die verliert halt auch extrem viele Haare, aber so wunderschön. Wirklich wundervoll. Hat ein bisschen dunkleren Ansatz und halt ja, rot. Und auch wieder so einen geraden Pony. Aber den muss ich wahrscheinlich auch ein bisschen kurz. Ich meine, der geht eigentlich so. Aber ich habe die auch nicht richtig auf. Wenn ich die wirklich richtig aufsetzen würde, so mit Haaransatz,
Dann geht mit der Pony bis hier hin und das tut weh. Aber ja, die ist auch wirklich richtig schön. Die hatte schon auf für einen Look. Ich hatte die auf jeden Fall in einem TikTok bzw. Instagram Reel schon auf. Und die ist einfach so wunderschön. Gebt euch das mal. Und das ist nicht mal Frontlace und trotzdem sieht es einfach so gut aus. Diese Perücke hat 17 Euro gekostet, ja? 17 Euro. Ich komme einfach nicht drauf klar, wie wunderschön diese Perücke ist und die steht mir auch so gut. Und das meine ich halt, wenn ich hier halt gut durchgekämmt habe, dann sind halt die Wellen nicht rausgegangen. Das ist richtig, richtig schön. Wegen dieser Perücke überlege ich mir, meine Haare wieder lang wachsen zu lassen. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr denkt. Soll ich sie wieder lang wachsen lassen? Ich bin mir halt echt immer noch gar nicht sicher. Und die letzte Perücke, die mich auch sehr, sehr zum Nachdenken gebracht hat, ob ich wirklich für immer meine bunten Haare behalten möchte. Ich glaube, ich bleibe bei bunt, weil alles andere würde ich bereuen, aber meine Damen und Herren, so würde ich mit meiner Naturhaarfarbe aussehen. Aber es ist halt wirklich meine Naturhaarfarbe, also ihr seht. Nur halt in komplett und mit ein paar Highlights. Aber die sind auch wie von der Sonne geküsst. Es sieht halt wunderschön aus. Also dann noch die Länge. Und ich bin, also wenn ich das so sehe, bin ich mir halt wirklich nicht sicher, ob ich wirklich für immer bunte Haare haben möchte. Aber ich glaube, bis ich vom Bund wegkomme, muss noch ganz viel passieren. Aber nur, wenn ich auch die Länge habe, weil ansonsten, no. Also die würde ich tatsächlich hundertprozentig auch auf der Straße tragen. Weil die ist einfach so wunderschön und auch von der Qualität her ist die super gut. 18 Euro hat die gekostet. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren raten, um was es für, sich für eine Videoreihe handelt und was ich vorhabe. Ich würde das Video gerade beenden, aber ich habe noch völlig vergessen, euch was zu zeigen. Ich habe mir auch schon in eine neue Handtasche bestellt. Die ist total cool. Die hat 19 Euro gekostet und ich dachte, genau wie bei den Perücken und Hosen, dachte ich mir so, von Shein, oh, keine Ahnung. Ich dachte auch wie bei Schuhen so, dass das so richtig stinkt, aber es hat überhaupt nicht gestunken. Von Anfang an wird es gute Qualität. Hier so ein bisschen gewebt. Und ja, hier war eigentlich ein anderer Anhänger dran. Der ist leider sehr schnell abgegangen, weil das auch so ein ganz dünnes Band nur war. Aber dann habe ich hier was von meiner Mama bekommen, was ich dran gemacht habe. Die hat einmal so zwei Henkel, sehr kurze. Und einen langen, weil ich bin tatsächlich auch eher so der Handtaschen über Schulterträger. Hat quasi hier einen Reißverschluss und hier hinten hat es auch noch ein kleines Täschchen. Die Tasche hat in der Mitte ein großes Fach, an der Seite hier nochmal zwei kleinere Fächer. In der Mitte gibt es hier auch nochmal so ein kleines Geheimfach. Hier nochmal so zwei Seitenfächer, wo man auch nochmal Sachen reintun kann. Also die ist zwar kleiner und kompakter als meine alte Handtasche, aber da passt echt verdammt viel rein. Und die ist auch richtig stabil. Wie gesagt, wenn ihr das noch nicht macht, folgt mir auf Instagram und auf TikTok. Und genau, abonniert auf jeden Fall meinen YouTube-Kanal kostenlos, einfach um mich zu supporten. Und abonniert das Glöckchen, um keine Videos mehr zu verpassen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben geben, ganz, ganz wichtig. Kommentieren, was das Zeug hält. Wenn ihr bis jetzt geschaut habt, dann kommentiert doch bitte mal randalierende Katze. Ich glaube, das passt für dieses Video ganz gut. Dann würde ich mich und Helga würde sich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Oder nicht. Genau. Bis dahin. Tschüss. Miau.